Filme aus den 2000ern. Ich bin ein Film aus den 2000ern. Der Junge im gestreiften Pyjama, Hachiko, Castaway und Shutter Island. 2000er, also von 2000 bis 2009, ne? Nur, damit ihr den Zeitraum... Einer dieser Filme kam nicht in diesem Zeitraum raus. So, Hachiko kam 2008 raus oder so, 2007. Shutter Island, ist der nicht 2011 rausgekommen? Oder war das auch so ein 2006er-Ding? Eins von beiden. Ich kenn's nicht. Shutter Island nicht? Mit Leonardo DiCaprio! Ey, unglaublich guter Film. Meiner bescheidenen Meinung nach. Ich hab den nie gesehen, ich kenne die Geschichte aber. Aber Shutter Island könnte mich halt richtig aus dem Konzept bringen, weil... Ey, es könnte auch 2011 sein. Nein, ich glaube, das war danach. Ich glaube, Shutter Island ist danach gewesen. War Hachiko aus den 2000ern? Hört auf euer Bauchgefühl. Ihr habt schon zwei Fragen verkackt, weil ihr hin und her diskutiert habt. Trust yourselves, guys. Ich glaube, es ist Shutter Island, weil das war groß in den Medien, als der rauskam, und ich glaube, das war 2000. Ganz ehrlich, du legst jetzt deine scheiß Hände für uns vor, ich hab's schon zweimal gemacht, ich mach das nochmal. Castaway weiß ich aber nicht, Castaway kenne ich nicht. Castaway kenne ich, ist definitiv aus den 2000ern. Okay, ich nehme Shutter Island, I don't know, vielleicht ist doch Shutter Island. Aber am Ende ist Shutter Island so ein 2009er-Ding oder so. Ich hab da so eine Zeitspanne, die kann ich nicht einschätzen, weil es so eine Mischung... Es hat alles gleichzeitig passiert irgendwie, ne? Castaway, die Verschollenen, kam 2000 raus, also ist es in dem genannten Zeitraum, damit seid ihr korrekt. Selber nie geguckt, tatsächlich. Der Junge gestreiften Pyjama 2008, das Release. Der Release, so wie du gesagt hast, Nova, genau auch im Zeitraum. Hachiko und Shutter Island. Shutter Island kam 2006 oder 2011, hast du gesagt, ne? Kam 2010 raus, also ist es auch nicht in den 2000ern gewesen. So fuck it, du warst korrekt. Let's go, okay. Okay, dann war ich right, so ein bisschen vom Empfinden, weil das ist so ein... Der kam raus und Leute haben gesagt, alter, krasser Film, musst du unbedingt sehen. Da war ich halt so 11 um den Dreh, deswegen habe ich den nicht gesehen. Aber ich weiß, mein Dad hat den noch geschaut. Hachiko kam 2009. 2008? 2009, 9. Okay. Ist aber auch in dem Zeitraum gewesen. Mal gucken, ob ihr euch gegenseitig auch jetzt bei der letzten gemeinsamen Frage pushen könnt. Okay. Das ist eine Frage, auf die ich persönlich die Antwort nicht gewusst hätte, bin ich ehrlich mit euch. Aber ich bin auch nicht im Thema nicht so bewandt. Ne? Vielleicht wisst ihr es ja besser. Ich bin einer der 5 beliebtesten Modemarken in Deutschland 2015. Adidas, Puma, H&M und C&A. Laut haben sie mindestens ein Kleidungsstück von dieser Marke in Besitz. Also das war die Frage dahinter. Ich glaube, C&A ist der Imposter. Sass. Der Imposter. Same. Ich glaube. Ich brauche zu der Umfrage ein bisschen Hintergrundinformation. Puma hatte doch mal einen Einbruch, was Beliebtheit anging. Die hatten sich doch mal so ein bisschen gerebrandet auf den, beziehungsweise ein bisschen mehr irgendwie versucht. Die hat nochmal so ein Image. Ich glaube, actually 2015 hatte Puma durch die Usain Bolt-Kampagne richtiges Hoch. Ja. War das nicht da im Dreh? Usain Bolt, war der nicht 2015 richtig cool? Das war doch Peak Usain Bolt. Das kann ich euch leider nicht beantworten. Das war doch die Puma-Figur, hundertprozentig. Ich weiß nicht, dass Puma das viele Puma hatten. Glaube ich. Ja. Ihr hattet recht. 100% natürlich an der Stelle. Aber mal kurz ein paar Statistiken dazu. Bei den Befragten hatten 80,9%, 80,9% der Leute mindestens ein Kleidungsstück von Adidas in ihrem Kleiderschrank. 75,5% der Leute von C&A. H&M waren es 68%. Und ja, das war's. Und Puma waren es, ich sag mal, nur 66%. Wussten wir. Ach, waren wir auf dem Weg. Ja, ihr wart tatsächlich... Ja, ihr wart auf dem Weg dabei, das korrekt zu beantworten. Lass mich kurz hochrechnen. Habt ihr 6 korrekte, ne? Aber jetzt habt ihr natürlich die Chance, jetzt kommt der Competitive Aspekt ein bisschen hervor, denn wir sind ja nicht hier, um Spaß zu haben, sondern um zu gewinnen. Ach so, sorry. Dann. Ja. Ach so. Ja. Die erste Frage geht an dich, Henke. Die gute Nova, diese Ikone am Medienhimmel, hat mal ein Q&A rausgebracht, wo sie viele verschiedene Fakten über sich preisgegeben hat. Diese Fakten haben wir zusammengetragen und eine davon abgeändert, ausgedacht, was auch immer. Ne? Du musst herausfinden, welche dieser Fakten das ist. Nova, ich bitte dich darum, natürlich jetzt nichts zu sagen, während er rätselt. Ich bin ein Fakt über Nova. Sie wohnt in einem Tiny House. Familiär gesehen hat Nova schwedische, französische und dänische Wurzeln. Nova ist am 10. April 1999 geboren. Oder ihr erster Stream auf Twitch war 2016. Henke, bevor du anfängst, Nova, ohne es zu verraten, würdest du jetzt direkt wissen, welche die Fake-Antwort ist? Easy Clap. Okay. Ich glaube nämlich, wir haben hier... Ich hoffe, ich versuche es jetzt nicht komplett, aber ich bin der Meinung, du bist genau vier Jahre jünger als ich. Ich meine nämlich Novas 2000er-Jahrgang. Weil Nova und ich, kleiner Fun-Fact, haben tatsächlich
exakt am selben Tag Geburtstag und ich meine, sie ist 4 Jahre jünger als ich. Wir haben nämlich zusammen Geburtstag gefeiert, ich meine 25. sie ihren 21. hoffe ich. Oh Gott, sie guckt so enttäuscht. Ja, nee, sie guckt ganz neutral, ich finde, das ist ein Pokerfest. C. Du lockst C ein, Nova ist am 10. April 1999 geboren als Imposter. Nova, nee, möchtest... Ist 2000er. Nova, oder? Möchtest du gerne auflösen, was hier der Imposter ist? Enkel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dass du denkst, dass ich ein filthy 2000er-Kid bin. Ich bin 1999, my man. 1999. Nova ist ich hab sogar eine Fact. Kette, wo 1999 drauf ist. 1999 geboren. Oh mein Gott, stimmt. Ich bin 22 geworden. Wir haben unseren Geburtstag zusammen gefeiert. Da war eine 25 und eine 22 auf dem Kuchen. Oh, das ist jetzt... Okay, Nova, was war der Verräter? Ich habe schwedische, französische und irische Wurzeln. Dänisch ist made up, richtig? Ja. Yes, exactly. Ey, ganz ehrlich, ich habe gesehen, schwedisch, französisch, dänisch, ja, irgendwas sowas war. Ey, Jungs, oh fuck, ey. Aber ey, Henke, vielleicht fühlst du kannst dich jetzt noch besser fühlen, wenn Nova auch bei dir reinscheißt, ja. Ne? Ich will es nur sagen. So, okay. Ich hab's komm, komm. Auch schon gecallt, okay? Ich liebe Henke, aber... Der gute Henke hat... 2000er, sag mal, es gibt ein Embryo. Du hast so gesagt, ich verkack das. Beim guten Henke haben wir kein Q&A oder sonstiges verwendet. Wir haben was viel Pragmatischeres gemacht, denn Nova, du bist ja viel auf Twitch unterwegs. Henke, du auch. Was ist denn... Oder welche dieser Spiele gehört nicht zu seinen 5 top gestreamten Spielen? Just Chatting, bewusst ausgelassen, ne? Minecraft, Mario Kart 8, Animal Crossing, New Horizons oder Overwatch? Gemessen an der Anzahl an Streamstunden. Henke, wüsstest du es jetzt so rein vom Bauchgefühl her? Ich hab eine Vermutung. Bin ich sicher. Ich hab Henke kennengelernt, da hat er sehr viel Animal Crossing, New Horizons gespielt. Das war immer so ein Ding, was er immer so morgens im Stream immer so angehauen hat, immer so ein paar Stündchen auf der Insel. Frage ist, wie lang anhaltend war das? Mario Kart 8 ist ein Dauerbrenner, also das ist bei mir, glaube ich, auch einer der meistgespielten Spiele. Mhm. Overwatch, ich glaube, das müsste passiert sein, als wir uns noch nicht gekannt haben, als Overwatch wirklich am Poppen war. Zum Beispiel, du machst ja auch viel zusammen mit Karl. Karl hat sehr viel Overwatch gespielt, soweit ich das weiß. Kevin hat auch Overwatch gespielt. Das würde in die Bubble reinpassen. Dass du auch zu dem Zeitpunkt, wo wir noch keinen Kontakt gehabt haben, Overwatch gespielt hast. Minecraft bin ich mir sehr unsicher, weil ich dich aktiv, glaube ich, noch nie Minecraft spielen sehen habe. Aber ich weiß es nicht genau. Wobei, ich glaube, ich habe dich schon mal Minecraft spielen sehen. Ich bin ein bisschen unsicher. Also das wäre, ich glaube, Minecraft wäre mein Call, aber ich habe Overwatch halt nie gesehen. Mhm. Aufgrund dessen, dass, und auch jetzt, aber jetzt ist Overwatch auch Trash, so, no cap. Es könnte aber auch Overwatch gewesen sein, dass du kein Overwatch gespielt hast. Wer ist der Imposter? Der Fan ist halber, will ich dir jetzt noch 5 Sekunden Bedenkzeit geben. Und dann will ich um eine Antwort bitten. Ich glaube Overwatch. Du loggst Overwatch ein? Ja, oder gib mir eine Sekunde noch. 2. Ich glaube, es könnte auch Animal Crossing sein, weil das hat... Jetzt ein Lock, A, B, C oder D? C. Animal Crossing? Ich bin da gesetzt. Nova, lock was ein! Okay, ich nehm D, ich nehm Overwatch. Okay, Henke, was würdest du von dir selber jetzt so gefühlsmäßig sagen? Also, ich weiß, dass ich in der Release-Woche von Animal Crossing 100 Stunden gespielt habe. Das ist viel. Respectable. Ich bin mal richtig sicher, dass Overwatch unter den Top 5 ist, weil ich 2018 extrem viel Overwatch gespielt habe noch. Hm. Nee, Quatsch, 2017 habe ich 4 Overwatch gespielt. Ich glaube, actually Minecraft auf der 1, Mario Kart auf der 2. Dann müsste Overwatch kommen und dann irgendwann hinten Animal Crossing. Weil Animal Crossing war zu kurze Zeit, glaube ich. Mhm. Ist sehr interessant. Kurz zum Verhältnis, du hast 37% der gesamten Streaming-Zeit Just Chatting gestreamt, mit 1620 Stunden ungefähr. Aber es wurde ja bewusst rausgenommen aus der Statistik. Ja, klar. Minecraft ist ein meistgespieltes, meistgestreamtes Spiel mit 10%, mit 440 Stunden, actually. Damn. Mario Kart 8 ist dein 4. meistgestreamtes Spiel mit 183 Stunden, also immer auch 4% all deiner Streams. Mhm. Henke, du kannst froh sein, dass du deine Frage nicht beantworten musstest, denn Animal Crossing kommt direkt dahinter mit 177 Stunden und Overwatch mit 99 Stunden auf dem 6. Platz. Ja. Dann hat sich das mittlerweile echt rausrationiert. Das heißt, Nova kennt dich besser und das heißt, ja.
Boah, ich hab so, es tut mir so leid. Die ich gecallt hab. Aber, oh, hey, Antonia, es tut mir so leid. Da, wir haben sogar am gleichen Tag gewusst, dass Ich war mir sicher, es waren 4 Jahre. Ich dachte, da wäre der Gag hinter. Das ist halt ernst. Oh mein Gott. Okay, ist ja nicht mal so, dass du irgendwie meinen Geburtstag vergessen könntest, weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Nee, den kann ich nicht vergessen. Aber das Jahr, das ist auf der Freundschaftsebene, was Geburtstag angeht, ist es Easy Mode und selbst da ist noch verkackt. So. Okay, also ja. wir zählen mal eure Punkte zusammen, ne? Ja, 7, 8 Punkte gemeinsam errungen und, Ist doch gut, oder nicht? Ja, also, ne? Ist doch gut geworden! Ist überdurchschnittlich, bin ich ehrlich. Ist doch super, deswegen oder nicht? Einmal. Da könnte man doch glatt vergessen, dass ich irgendwie vergessen habe, wie alt du bist. Einmal clap. Nee, aber es ist der Young. Die sieht so gut aus, die muss 2000er sein, habe ich gesagt. Deswegen. Aber ey, ich hoffe, ihr hattet Spaß, Mann. Danke nochmal für die Zusage. War voll geil. Nächstes Mal, ich schieb dich ein bisschen weiter hoch im Ranking. So. Ja, weh, wenn nicht, Alter. Wenn ich nochmal sehe, dass ich auf einem schlechten Ranking bin, Alter, Mann. Ich raste aus, ey. Oh. Ich hab Nova schon gesagt, bevor du gekommen bist. Ey, weißt du was, Nova? Ich weiß genau, wie ich Henke anmoderieren werde. So. Ich weiß genau, was ich über den sagen werde. Ansonsten wünsche euch nochmal einen nicen Abend, Mann. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir, vielen Dank, war sehr schön, dass ihr das gemacht habt. Ciao, ciao. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye.